wie ihr vielleicht noch im Gesicht seht, das ist noch relativ früh. Das liegt eigentlich nur daran, dass auch erst 7:30 ist und ich da gerade bei Mischa eingefahren bin. Das heisst für uns, dass wir den G1-Schiri-Kurs machen. Der geht jetzt 2 Tage. Das ist eigentlich darum, weil es die dritte oberste Schiri-Stufe ist und vielleicht können wir mit diesem Video ein bisschen Schiedsrichter da, sie ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, ich warte jetzt eben auf den Mischa und bin schon gespannt, wie der aussieht, weil er hat gemeint, er müsse da schon noch ein bisschen etwas lernen über die Nacht. Sind wir gespannt. So, der Mischa kommt jetzt auch zu laufen. Mal schauen, wie er sich fühlt. Guten Morgen. Guten Morgen. Muss das sein? Ja, das muss sein. Nein. Und, wie haben wir es? Ja, ich hasse es. Er hat gesagt, wenn es geht, dann von oben runter filmen. Von oben runter? Ja, im Auto ist schon nicht so. So Mirko, wir sind jetzt da. Yeah! Begeisterung tönt anders. Dann wir mal schauen, was da auf uns zukommt. So? Ja. Bist du schon ein bisschen nervös? Oh. Warte mal schnell, ich kehre um. Ah ja, Mirko, was sagen wir? Dass wir im Finalissimo werden. Wir sind die Geilsten. Hallo zusammen, ich bin Mischa Kaufmann. Wir sind seit 2 Jahren in der Schiri-Pelle, sind jetzt auf die 3. Saison aufgebaut worden, dass wir dürften GS-Stufen, also Fernrand-Tests bestanden können. Ja, mein Name ist Mirko Müller. Unser Ziel ist, auf die erste Saison in der bleibenden Position zu bleiben auf der Stufe. Und dann schauen wir mal, wo der Weg noch herführt. Merci. Oh, Mirko, es geht weiter. Sag schnell etwas. Kommt die Erklärung vom Sporttest und sind mal gespannt, was da auf uns zukommt, damit wir das überhaupt schaffen mit unseren Ränzen. Ränzen? Guten Morgen. Auf unserer Seite, wir sind 48 Stunden genau übergekommen. Laser gar nicht verschieben mit wem. Also, wir gehen. So. Transfer. Ja, jetzt sind wir zuerst Hotelzimmer, 5 Sterne beziehen, kleiner Balkon, Swimmingpool, Masseurin. Nehmen wir sicher. Ja. Willst du noch Hoi sagen? Hey. Nur Hoi sagen? Hey. Ja. Jawohl. Sind auch am Arbeiten. Machen eben eine kleine Dokumentation. Wo sind wir? Schiedsrichter. Unihockey-Schiedsrichter. Jawohl, jetzt haben wir einen Kurs. Und wir dokumentieren das eben. Dokumentieren. Jawohl. Jetzt müssen wir aber zuerst einen Sporttest machen. Und Jamie, kannst du einen Sporttest machen? Ja, nicht wirklich. Ich glaube nicht. Mirko, sie kommt nicht. Jawohl, Mirko montiert sich gerade für unseren Jojo-Test. Ist da recht motiviert, finde ich. Überschäumend motiviert. Schießt ihn ein bisschen an. Das Liebli ist jetzt noch trocken. Also meins auch. Tada! Was ist das eigentlich da für eine Kamera, die du da umdrehst? Das ist eine geile Kamera, gell? Das ist jetzt Sexting. Willst du mal schauen? Top! Top Cam! Und nachher schaust du den Film an Weihnachten. Kannst du ein Selfie aufnehmen? Nachher schaust du den an Weihnachten mit der Familie und zeigst, was du gemacht hast. The test begins in 5 seconds. Oh,
Kaufmann Müller, Schiedsrichterprüfung. Absolviert. Mal schauen. Okay, besser gegangen als der Sporttest da. Ein bisschen mehr gerockt, hoffentlich. Im Sporttest sind wir ein bisschen mager reingeschossen. Nicht das als Limit wählen. Das... Aber kommt schon noch. Kommt schon noch. Verbessern muss man verstehen. Als Nachwuchscoach mit 12-jährigen Spielern sagt man vielleicht immer oder gibt man vielleicht immer Credit, wenn irgendjemand einen Pass spielt. Aber wie gesagt, das Allerbeste sind nicht gute Pässe. Die Pässe sind nicht nur gut, weil nächste Spieler eine bessere Position hat. Sonst warum überhaupt diese Passspieler? Und ich liebe das. Ja. So, jetzt hat David Janssen gerade ein von seiner Trainingstätigkeit erzählt, was der Pascal sicher auch noch interessiert hat. Inzwischen haben wir das Resultat von der schriftlichen Prüfung bekommen. Mischa und ich haben glanzvoll bestanden. Wir haben schon einen Höhepunkt an diesem Tag. Herr Kaufmann? Ja, komm mal. Zwei Tage fängt an. Was ist Ihre Motivation für den heutigen Tag? Ja, jetzt mache ich zuerst das rechte Auge auf. Geschafft. Und das linke Auge. Tipptopp. Was? Schlafe weiter. Ja, das ist natürlich dann nicht so klein. Was wendet Sie? Ich habe gerade so gering, also das Gefühl, Sie müssen da wieder die Tür klopfen, obwohl wir müde sind. Und obwohl Sie wissen, dass es nicht bringt. Jawohl, das wäre weg zum Aufstehen. Jetzt habe ich den Ringfest mitspringen, jetzt kommst du. Spürst du mich, fühlst du mich? Jetzt werde ich wieder ruhig. Wenn es jetzt kommt, dann verzucken. Die Lampen bleiben noch zusammen. Okay. Das hat es bei mir vorher schon. Ich habe Krampf über. Das heisst, also. Ein kleines Problem. Sportmental. Was sagt der Herr Trautmann dazu? Ich habe den ganzen Tag gemacht bei meinem Vater. Wirklich? Nein. Wow. Und der Herr Meier war auch am Handy, habe ich gemerkt. Ja, zwischendurch mal. Genau. Es war sehr interessant, aber ein bisschen lang. Es wäre mal eine Pause zwischendurch, kurz, um den Kopf zu lüften. Das wäre so. Aber du wirst doch immer alle Viertelstunde etwas trinken, um den Kopf zu lüften. Was ist eigentlich dein Problem? Nein. Ja, Frischluft. Frischluft hat mir ein bisschen gefehlt. Oder vielleicht ein bisschen Fenster öffnen, damit ein bisschen Wasser reingezogen wäre. Das hätte mir ein bisschen helfen können. Hey Mirko, warum haben wir da so Decken? Komm, der Trainer ist jetzt heim. Was machst du da? Wir müssen bequem machen, hat es geheißen. Ich mach schnell ein Gespürsch, wie fühlst du mich, Runde? Kenny Brand, der Böter-Tain. Wie? Hallo? Leg mal dein Tüchle an. Hast du keine anderen Hobbys in mich gefragt? Und dann langsam durchschnaufen und dann die Spannung wieder loslassen. Und dann tue ich euch dann wieder weiterführen. Das tue ich aber immer kurz erklären. Alles andere kommt dann vorne rein. Das ist mit dem halben Vier weg. Ich bin so müde, ich schlafe schnell. Und dann musst du einfach klatschen und aufstehen gehen. Klatschen und aufstehen gehen. Okay, schau es ganz bequem machen und beruhigen mit der Übung. Kann man die Vorhänge noch zumachen? Das ist ein bisschen zäh. Jetzt blenden die Türen. Bei dir? Auch bei mir vielleicht. Es ist einfach viel weniger Zeit.